Die Hängebrücke über die Iselschlucht zwischen Virgen und Prägratten, das ist auch die letzte große bauliche Maßnahme für den Iseltrail. Die spektakuläre Hängebrücke hat eine Spannweite von 86 Meter und führt über eine mehr als 80 Meter tiefe Schlucht. Die Kosten von rund 500.000 Euro übernimmt die Hälfte der Tourismusverband Osttirol. Die zweite Hälfte kommt laut DVB-Obmann Franz Theuerl aus dem Fördertopf für die Natura 2000, Region Isel. Franz Theuerl bedankt sich auch bei den Grundbesitzern für die aktive Beteiligung, um das Projekt überhaupt umsetzen zu können. Die Hängebrücke wird voraussichtlich ab Mitte Oktober 2023 begehbar sein.